Wir kommen gut voran mit dem Motor. Und jetzt bauen wir das Lüftergehäuse an. Das hier ist das, das wir abgebaut haben. Und das hier habe ich früher schon mal fertig gemacht. Statt des originalen, schlappen Käfergenerators habe ich eine moderne Lichtmaschine verbaut. Die lädt die Batterie einfach besser. Diese Kanäle hier heizen den Innenraum des Käfers. Aber da wir ja nicht einmal ein Dach haben, habe ich sie beim neuen Teil einfach entfernt. Auch der Motor wird dadurch besser gekühlt. Käfer waren die ersten Autos, an denen ich geschraubt habe. Für Anfänger sind sie wirklich perfekt. Außerdem kann man den Motor gut hübsch machen, weil so viele Teile außen angebracht sind. So einen Filter schraubt man einfach dran. Jetzt noch ein Käfig um den Keilriemen, damit sich niemand verletzt. Sieht cool aus. An einen Buggy gehört natürlich noch ein richtig lauter Auspuff. Ich nehme diese beiden Rohre. Die kann man einfach dran schrauben. Wie man den Motor stylt, ist letztlich Geschmackssache. Unserer wird mattschwarz mit ein paar Chromakzenten. So wie meine Haare. Nein, das ist kein Planschbecken. Das ist die Karosserie für unseren Beachbuggy. Damit werden wir sicher noch einige Arbeit haben. Aber erstmal muss ich sie auf das Fahrwerk setzen, um zu sehen, ob alles passt. Dazu brauche ich nur ein paar Handschuhe. Die Handschuhe schützen beides, meine Hände und das Fiberglas. Denn das hat scharfe Kanten. Und es zerkratzt leicht, wenn man nicht aufpasst. Fertig. In der Hülle sind noch keine Befestigungslöcher. Aber ich kann mich am Chassis orientieren. Schraubzwingen brauche ich nicht. Der Aufbau bleibt auch so in Position. Haube runter. Jetzt wird's knifflig. Ohne Benzin fährt der Buggy nirgendwo hin. Beim Käfer sitzt der Tank hier vorn. So wie bei diesem Bausatz. Das ist der Käfertank. Aber im Moment passt er noch nicht. Damit ich ihn montieren kann, muss ich hier ein Loch schneiden. Diese Stelle markiere ich mit Klebeband. Jetzt darf ich nichts falsch machen. Besser zweimal messen. Mit einem Bohrer macht man ein Loch für das Sägeblatt. Und dann braucht man gute Nerven. Jetzt kommt die Haube wieder drauf. Warum? Ich brauche noch ein Loch für den Tankstutzen. Den habe ich am Tank abgesägt. Wenn alles sitzt, kann ich ihn wieder anschweißen. So gibt's keine Fugen. Zauberei. Nächster Tag, nächstes Loch. Diesmal brauche ich eins, um die Windschutzscheibe montieren zu können. Die ist eine Spezialanfertigung und hat 250 Euro gekostet. Eine ganze Menge. Aber ein Teil vom Schrott hätte nicht gut ausgesehen. Das Dumme ist nur, langsam wird der Wagen teuer. Beachbuggies sind berühmt dafür, wie sie um die Kurve gehen. Aber nur, wenn ein Lenkrad dran ist. Die Löcher habe ich schon geschnitten. Ich kann es einfach reinstecken. Die Lenkung kommt aus unserem Käfer. Natürlich überholt. Viele Instrumente haben wir nicht, aber einen Tacho verlangt das Gesetz. Ich nehme den aus dem Käfer. Das Loch ist da, also rein damit. Jetzt müssen noch jede Menge Kabel und Leitungen angeschlossen werden. Und weil unser Chassis kürzer ist, müssen viele gekürzt oder ersetzt werden.
Autos haben ein Gesicht und die Augen sind für den Buggy ganz wichtig. Deshalb freistehende Scheinwerfer. Die Lampen festzumachen ist ganz einfach. Loch bohren, reinstecken, fertig. Man könnte jetzt die alten Käferkabel einziehen. Aber bis ich die angepasst habe, habe ich auch neue zugeschnitten. Und da ist das Gesicht. Jetzt wird's gemütlich, denn jetzt passe ich den Fahrersitz an. Verstellbar, damit ein Riese wie ich und ein Zwerg wie Mike ins Auto passen. Anzeichnen, Löcher bohren und dann den Sitz festschrauben. Die Position habe ich speziell angepasst, für das optimale Fahrgefühl. Noch sehen die Sitze ein bisschen ungemütlich aus, denn es fehlt ja noch das hier. Das wird ein Luxus-Buggy. Wir hätten auch die Sitze aus dem Käfer nehmen können, aber die hätten schäbig ausgesehen. Und hinten brauchen wir auch noch Lampen. Die hier gehören eigentlich an einen Geländewagen. Das Schöne an Buggys ist, dass jeder unterschiedlich aussieht. Man hätte auch einteilige Rückleuchten nehmen können. Alles eine Frage des persönlichen Stils. Gut, dass ich Geschmack habe. Der Buggy sieht schon ziemlich cool aus. Aber gleich wird er noch besser. Denn das hier sind die Seitenschweller. Die Teile gehören auch zum Predator-Bausatz. Und ich finde, für den Look sind sie Gold wert. Das letzte Detail, damit unser Kitcar aussieht wie ein echter Klassiker. Das war eine unfassbare Menge Arbeit. Und ich kann verstehen, dass Mike zwischendurch skeptisch war. Ehrlich gesagt, habe ich manchmal auch geglaubt, dass wir es nicht schaffen. Aber auch wenn wir viel zu viel Geld ausgegeben haben, der auf der Landstraße oder draußen am Strand, dafür wurde dieses Auto erfunden. Mir fehlen die Worte. Der ist einfach, einfach. Vor ein paar Wochen war diese Schönheit noch das rostigste, mieseste Auto, für das ich jemals Geld ausgeben musste. 300 Euro hat er gekostet. Aber wir hatten es ja auch nicht auf das Blech abgesehen, sondern auf das, was drunter war. Den Motor und die gesamte Technik.